Das geht los, geht los. Ja. Der Sack bläht sich auf. Guten Morgen, liebe Insider, was geht ab? Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Ich bin hier gerade noch bei mir im Badezimmer und mache mich ein bisschen fresh. Und ich dachte mir, ich beginne meinen Tag einfach mal gemeinsam mit euch. Ich werde mir zum Frühstück machen, meine Freunde, und dann gehen wir schon los ins UFO, denn heute steht wieder was Geisteskrankes an. Wir haben heute nämlich wieder was geplant. Paluk kommt nämlich wieder vorbei, das heißt, es wird eh wieder komplett eskalativ werden. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, wie ich mir was Leckeres zum Frühstück koche. Bis gleich. Und wie würde Patrick sagen, Leute, ein richtiges Allmann-Frühstück einfach. Wir brauchen nur Haferflocken und ein bisschen Milch. Und dann gibt es daraus ganz leckere Porridge. Falls ihr das Video von Jody noch nicht gesehen habt, schaut das mal bitte an. Jody hat einfach alles komplett über Weihnachts dekoriert. Ich meine, what the... Oh yeah, baby. Guten Morgen. Hallo. Hallo Freunde. Warum siehst du so? Warum redest du nichts? Was? Ich sehe aus wie ein Penner, ich weiß ja. Ja, schau Thomas, ich habe Folgendes vor. Ich habe mir einen Wasserspender geholt für unser Büro, Leute, weil ich dachte, wir trinken viel zu wenig. Und ich habe das bei Julian Bam mal gesehen und Julian Bams Team ist so dermaßen kreativ. Es muss einfach diese Wasserspender liegen, dachten wir uns. So, und jetzt mache ich das hier einfach ab, oder wie? Okay. Du bist nicht der Heiße, oder? Tatsächlich nicht, nein. Nee, ist geil, ist cool. Wir haben Wasser, Thomas, Alter. Geil, endlich. Und das Schöne ist, Leute, ich kann diesen Wasserspender sogar abschließen und keiner weiß, wo ich die Schlüssel hingetan habe und ich weiß auch selber nicht, wo ich ihn hingetan habe. So, People, guck mal, ich gehe mit dem hässlichen Menschen Leon jetzt zum Sport. Der hässliche Mensch. Ihr könnt mir ja mal ganz kurz sagen, wie ihr das findet, wenn ich sogar nebst dem ganzen Trend-Content-Scheiß auch ein bisschen was aus meinem Leben Junge, wer sagt denn nebst? Wer sagt denn nebst? Menschen, die deutsche Sprache anständig beherrschen, du W***. Du bist ein Vollidiot. Leute, 3, 2, 1, Game Compilation! So, Kinders, was geht? Ihr habt gerade gesehen, im Fitnessstudio wurde natürlich alles zerstört. Ich glaube, wir haben auch alle Übungen richtig gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Ich dachte jetzt, dass es an der Zeit wäre, Thomas mal zu zeigen, wie man ein Auto richtig sauber macht, weil er das selber irgendwie nicht hinbekommt. Digga, dein Auto sieht echt aus wie ein fahrendes Wohnmobil, Alter. Das sieht aus wie ein Messi-Haufen. Ja, aber das ist mir auch egal. Das sieht aus, Alter. Sieht aus. Ich meine, gut, das widerspricht, dass wir mit meinem Auto fahren, nicht mit deinem. Aber Leute, der Wagen muss sauber gehalten werden. Ich habe mir das Ziel gesetzt, dieses Mal das Auto gut zu behandeln, nicht wie den letzten, den ich an Petre verkauft habe. Petre, sorry, wenn das Ding irgendwann auseinanderfällt. Du bist selber schuld, du hast es schon gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Wir fahren kurz in die Waschanlage und dann gibt es ein bisschen Staubsauger-Action. Und dann kommt heute Nachmittag schon der liebe Paluten vorbei. Ihr könnt mir, wie gesagt, jetzt nochmal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, dass ich meinen kompletten Tag mal so begleite oder ob ich nur die Scheiße mit dem Trend-Content machen soll, wegen der ihr auf dieses Video klickt. Also bis gleich, Schnittbild an. Soos, Sees, Shish. Soon as I start to stop it, every single track I top it, everything I'm living, everybody wanna rap about it. Please tell me what you doing this for. You got a little club, but you abuse. Ne, aufhören die Scheiße auf mein Auto zu machen. Der Wichser. Der macht hier alles nass. Es reicht. Ich habe gelernt, dass Autowaschen tatsächlich ziemlich befriedigend sein kann, wenn man ein sauberes Auto hat. Viele werden sagen, das ist unnötig und ich stimme euch da vollkommen zu. Ich auch. Ah, eigentlich kommen wir fahren wieder. Oh. Was macht der da, Junge? Kann der mal aufhören? Der macht Wasser auf mein Auto, hallo! Der hört nicht auf, Thomas. Boah, diese Walzen, die sind das Beste, guckt mal. Ihr müsst wissen, Leute, Thomas kommt aus einem kleinen Dorf, für den ist das... Nein. Jetzt auf Endstellen bitte, nicht bremsen, Motor laufen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht hier, warten Sie. Der ist aber gemein, Alter. Die zweite war viel netter. Das muss es dann sein von dem Video. Wir fahren in die Waschanlage. Das ist sau spannend für die Leute eigentlich, ja. Oder? Alles sauber.
Spannend für dich, Thomas. Voll gut. Thomas hat gerade die schönsten Tage in seinem Leben. Ich hatte früher mal richtig Angst, dass mein Auto kaputt geht und sowas. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ja 100 Autos am Tag hier reinfahren, dann würde das ja bedeuten, dass 100 Autos am Tag kaputt gehen. Das wäre ja voll teuer. Oh, was ist das? Das hatte ich letztes Mal nicht. Das sind so Bademantelgürtel, guck mal. Ich würde sogar das Fenster jetzt aufmachen. Das verstehe ich nicht. Wieso machen die 10-mal Schaum drauf und dann wieder runter? Reicht ja einmal. Und gleich wird gesaugt, Thomas. Freust du noch saugen? Ja, aus Blasen eher. Guck. Machen Sie nicht das Fenster auf, hat er gesagt. Lass mir gar nicht sagen. Okay, vielleicht doch. Mach mal jetzt mal noch einmal Dach auf. Nein, ich hab mich verschluckt. Das hat mir irgendwas ins Hals gepustet, Alter. Oh. Ins Hals, genau. Ins Hals rein. Ja, geile Zeit, Alter. Guess who's back in the lab again? Got the black and white crew, see me back in there. Go on and tell your friends, you can see me when. It's nothing new to me. It's over. Schon wieder sauber. Jetzt saugen wir noch einmal aus und dann fahren wir jetzt Zeit. Und dann habe ich einen Vlog gemacht. Das Blatt. Junge, das war vorher nicht da. Du hast gut geparkt, oder? So wie du immer parkst. Ja, so wie ein Arschloch halt, ne? Ich bin das Klischee eines Mercedes-Fahrers, Junge. Ein Rentner? Nein, das nicht. Also der, der gleich reinfährt, auch. Muss man mal still sein, Alter, mit seiner Scheißkarte. Gut, Thomas, jetzt wird geblasen, saugt. Ich bleib hier, okay? Nee, du musst Matten ausklopfen mit mir, Alter. Komm. Oh, fuck. Boah, aber es sieht schon geil aus, so ganz sauber jetzt wieder. Ist geil, oder? Ja, Mann. Junge, wer ist der Allmann? Ich bin der Allmann! Wer saugt sein Auto mittags? Machst du jetzt sexy Carwash? Ich hab mir wie getan. Ich bin sauber hier. Ne? Nein, nein! Mach die Kamera jetzt aus, Junge, es reicht! A thousand words ain't enough to define a body up, body up. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body up. Yeah, you think that. Kann ja auch zu filmen, Alter, es reicht! Was hältst du eigentlich davon, dass ich jetzt gerade alles zu einer sexy Cowboy-Szene zusammengeschnitten habe mit witziger Musik? Du bist gefeiert. Nein, dieses f***te Blatt da vorne. Oh mein Gott, das müssen wir da rausmachen. Das kostet mich richtig an. Guck, das bleibt einfach. Oh mein Gott, dieses Blatt. Schaffst du es? Nee. Guter Mann. Aber da ist noch... Oh nein. Und der Rest hängt ja noch da. Boah. Die Trophäe. Am besten tust du es ins Auto rein. Nein, tust du es nicht. Nein, Thomas, nein. Junge, nein. Jedenfalls haben wir heute vor, gemeinsam ein bisschen zuzunehmen. Mit diesem zusätzlichen Körpervolumen ein paar lustige und spannende Challenges für die ganze Familie zu absolvieren. Das heißt, wenn ihr einen fetten Onkel habt, dann... Mann, dich zu werfen ist echt witzlos. Keine. Wow! Ah! Ich werd wütend, werd ich! Das war ich nicht. Nebst dem ganzen Müll, den wir hier haben, habe ich mir super Wubble Bubbles bestellt. Das sind so große Bälle. Und laut Internet ist es möglich, in diesen Ball hineinzusteigen und diesen Ball mit dem eigenen Körper in den Ball aufzublasen. Also geplant waren diese Bälle, wo man reinsteigen kann und dann hüpft man damit rum und... Also das ist jetzt ein Stück weit traurig. Das funktioniert nicht und jetzt fehlt es komplett an der Möglichkeit, irgendwo wenigstens ansatzweise eine Trendplatzierung zu erreichen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, dass die Vlog-Week jetzt schon an Tag 3 zum Stillstand gekommen ist, meine Freunde. Trend-Content, Mann! Thomas, das... Wo ist die Maske? Thomas, die Maske... Ich hab ne Idee. Ich hab Popcorn auf meinem Schreibtisch und das färben wir mit irgendwelchen komischen, ungesunden Lebensmittelfarben und dann essen wir es. Seht ihr die Dollar-Signs in meinen Augen, Leute? Das ist eine verdammt gute Idee. Und los. Okay, Leute, ich habe jetzt komplett unnötig was vorher aufgebaut. Weg damit! Dieses Popcorn ist zufälligerweise schon lila. Aber der Fehler liegt in der Materie, Leute. Das Popcorn an sich ist, wenn es gepoppt ist, nicht lila. Glücklicherweise habe ich hier noch Food Coloring. Und jetzt heißt es erstmal, gemeinsam mit Dr. Paluten und Assistent Sturmwaffe eventuell eine lila Farbe hinzubekommen. Und das Mega Wubble Bubble Ding, das verschieben wir einfach, weil das war eh so geplant.
pass auf, wir machen jetzt hier einfach mal unser kleines Chemielabor auf. Dr. Pitessel! Ja? Wir sind jemand, der Ahnung hat, oder? Ja, natürlich. Weißt du denn, wie man das verdünnen muss? Ich habe noch nie mit den Farben gearbeitet. So, können wir hier mit dem blauen, pass mal auf. Ja, genau, dann musst du da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Wasser mischen. Meinst du, das schmeckt auch nach UFO dann? Nur nach schmeckt UFO. Guck mal, ist das lila? Vielleicht auch ein bisschen gelb. Zum heller machen? Ja. Dann sieht das aus wie Erdöl. Ja, aber... Nee, das ist schon gut, das wird sich auflösen. Das wird super, wird das. Okay. Ja. Ah, guck hier, siehst du da, lila. Ja, ist lila. Aber jetzt ist halt der Tresen. Meinst du, das geht wieder weg? Weißt du denn, wie du das Ding hier bedienst? Nein. Ist es überhaupt an? Aber willst du es wirklich so machen, dass wir das dann da drüber kippen? Ich würde das einfach, dieses ganze Zeug aufmachen und auf eine Herdplatte tun, Alter. Dafür ist das Popcorn, glaube ich, nicht gemacht. Das funktioniert definitiv. Nachher poppen die nicht. Wir machen das schon. Du hast recht. Nein, das machst du ohne Handschuhe. Nein, das machst du ohne Handschuhe. Weißt du, wieso soll ich das denn anfassen? Ihr wollt doch alle davon essen. Ihr wisst ja gar nicht, was ich mit meinen Händen alles heute gemacht habe. Willst du wissen, was ich mit meinen Händen heute gemacht habe? Ich glaube, ich weiß es. Was? Thomas guckt so glücklich. Dieser Brille, Alter. Dauert ein bisschen hier. Der riecht ja schon nach. Hier, Pop. Du riechst ja schon nach Erfolg. Du riechst ja schon nach Rennplatzierung, du. Wieso poppt denn das nicht? Ah, jetzt, es geht los! Oh ja, da hat was gepoppt. Thomas, geh richtig schön nah ran. Du musst das Poppen fühlen. Man sieht voll viel. Aber man sieht euch. Beste Perspektive. Das geht los, geht los. Ja. Der Sack bläht sich auf. Wenn der Sack sich aufbläht, ist immer ein gutes Zeichen. Und Endmunterfried. Also in der Theorie brauchen wir eine Schüssel, aber sowas haben wir natürlich nicht. Warte, wir haben einen Topf hier, einen Topf ist auch normal. Ich fahre übrigens die ganze Zeit rum, ich bin jugendlich. Alter, hör auf. Ich wollte dich wegschieben. Hallo, jugendlich. Oh ja, der ist voll. Vorsicht, ist da eine Menge drin, okay. Ist der Beutel gut gefüllt? Der Beutel ist richtig voll, Alter. Das ist voller als der Sack von Weihnachtsmann. Oh, Alter. Wir haben es hinbekommen, Mikrowellenpopcorn hin. Okay, Leute. Warte, bevor du das reinmachst, lass mich kurz testen. Man kann das hier auch... Scheiß, au! Ja, das kommt davon, wenn man so gierig ist. Hier so ein Schutzplan, ne? Mach's erst auf die Hände. Meinst du? Ja, erst muss es auf deine Hände, damit du es gut einmassieren kannst. Ja, warte. Jetzt richtig schön einmassieren. Ja, sehr gut da. Hey, das geht wirklich, guck mal. Ja, da muss mehr rein, ne? Mach mal noch rein, okay. Ja? Alter, stopp. Ja? Stopp! Ja? Stopp, Falle, hör auf! Ja? Ja. Das wird ja Schmagomago. Den Topf kannst du nie wieder verwenden. Ist ja nicht meiner, ist ja von Leon. Was? Gut, dass ich mir nicht gleich in der Viertelstunde was kochen wollte. Es gibt doch UFO-Popcorn für alle. Leute, das sieht auf jeden Fall jetzt schon super aus. Hey, das ist viel besser jetzt, oder? Ich hab's doch voll, Alter. Schmeckt voll nach UFO. Voll heftig, Alter. Schmeckt richtig nach UFO. Boah, Alter. Es schmeckt nach Fensterführung, Alter. Sauer am Ende. Bah! Schmeckt nicht ganz. Das wird übel, ekel, sauer. Halle, probier mal. Das ist sau lecker. Ja, warte. Aber Rebi sagt, es schmeckt lecker. Ja, ja. Okay. lecker, oder? Boah! Das dritte war voll schlimm. Das ist voll bitter auch irgendwie, ne? Habt ihr sicher, dass die Lebensmittelfarbe keinen Geschmack mit drin hatte oder so? Doch, das ist ja, das wird ja aus wahrscheinlich Heidelbeeren oder so gemacht. Was ist ja Wandfarbe? Die Lebensmittelfarbe stand Acryllack drauf. Ah. Naja, dann werden wir halt alle sterben. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Also, wenn ihr mal Gäste auf eurer Halloween-Party verschrecken wollt, dann könnt ihr das so machen. Dein Mund sieht so weird aus, Alter. Thomas! Thomas, guck mal da! Ja, Leute, ne? Toller Vlog. Wir haben ja heute schon den ganzen Tag über was gemacht. Gut, dass heute dann nicht so viel passiert ist hier. Oh, lecker. Aber die Idee war ja super. Die Idee war eine gute. Schaut auf jeden Fall mal bei Palle vorbei, bei Freddy, bei Leo und bei Thomas. Und lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Und jetzt machen wir einfach noch ein Thumbnail.